Ich begrüße Sie hier im Selhurst Park. Ich begrüße Sie zu diesem heutigen Spiel. Wolf Fuß und Frank Buschmann heißen auch heute natürlich wieder Ihre Kommentatoren. Heute erwartet uns ein Gruppenspiel in der UEFA Champions League. Könnte ein klasse Spiel werden. Spiel 1 also in der UEFA Champions League. Spannende Sache, Wolf. Wie kommt man rein? Wo führt der Weg hin? Die Erwartungen sind enorm. Bei den Fans wie beim Club. Keine leichte Aufgabe. Wilfried Zaha and number 17, Christian Benteke. Da haben wir die Startaufstellung von Crystal Palace. Der heutige Torhüter ist Vicente Guaita. Gary Cahill spielt neben James Tompkins in der Verteidigung. Cheku Kouyaté steht mit Luka Milivojevic im Mittelfeld. Und der einzige Stürmer ist Christian Benteke. Hier am 1924 eröffneten Selhurst Park Stadion hat ja ein sehr berühmter Architekt mitgewirkt. Allerdings der Schotte Archibald Leitch. Leitch war darüber hinaus noch am Bau unzähliger anderer Fußballtempel beteiligt, zum Beispiel Anfield in Liverpool oder Old Trafford in Manchester. Hier ist die Aufstellung, so gehen die Gäste heute in die Partie. Kurzer Blick auf die Formation, Buschi. Ja, da sehen wir ein 4-4-2. Gibt es auch noch. Zwei Viererketten und vorne zwei Stürmer. Und jetzt geht's los. Zaha. MacArthur. Gute Aktion jetzt. Na, jetzt müssen Sie aufpassen. Könnte gefährlich werden. Jetzt ist es gefährlich. Christian Benteke. Ward. Kouyaté. Ayou. Schwierig. Er pfeift ab und es gibt Abseits. Ob er da recht hatte? Ganz irgendwas, aber ich denke, es ist richtig entschieden. Was wird Wilfried Zaha in diesem Spiel leisten können? Wie siehst du es? Und Wolf, da wissen wir natürlich, der kann am Ball alles, hat alle Tricks drauf. Benteke jetzt. Sieht gefährlich aus. Wilfried Zaha. Schöne Flanke jetzt. Da ist das erste Tor und das Spiel geht richtig gut los. Ja, das verspricht eine sehr interessante Partie zu werden. Schauen wir uns das nochmal an. Da kann er aus kurzer Distanz abschließen. Das war dann am Ende kein Problem mehr. Den macht er sicher. Und damit haben wir den ersten Treffer. Jetzt könnte das Spiel richtig Fahrt aufnehmen. Thanos Petzos. Sieht gut aus. Sie lassen den Ball laufen, aber noch fehlt die Lücke in der Abwehr. Ja, könnte was werden. Da geht die Fahne hoch und das auch noch zurecht. Der Pass kam vielleicht ein Tick zu spät. Bah, das war knapp, aber ich glaube, er lag damit richtig. Ward. Milivojevic. MacArthur.
Heute der erste Spieltag, Buschi, und die UEFA Champions League ist natürlich der wichtigste Wettbewerb im europäischen Fußball. Absolut, Wolf, daran hat sich in den letzten Jahrzehnten nichts geändert. Ganz im Gegenteil, das ist der Wettbewerb, den jeder gewinnen will. Kann er was draus machen? Wow. Ja, das sieht gut aus. Jetzt eine gute Flanke. Christian Benteke. Oh, er gibt abseits, da war der Spieler durch. Und zu Recht geht die Fahne da hoch, auch wenn es knapp war. Sie verlassen sich jetzt auf ihre Abwehr und lassen den Gegner kommen. Das sieht durchaus vielversprechend aus. Gefahr erstmal bereinigt nach dieser Hereingabe. Einwurf. Gut den Ball angenommen, schön in Bedrängnis unter Kontrolle gebracht. Und Benteke. Ayu. Kouyaté. Luka Milivojevic. Jetzt könnte er den Ball reinbringen. Schöner Einsatz. Wichtig, dass sie da klären. Zaha. Van Aanholt. Ball kommt. Wilfried Zaha. Kein Tor. Da blocken sie den Ball gerade noch ab. Gute Aktion. Zaha. Der Ball ist drin. Vom Pfosten geht der Ball ins Tor. Ball geht an den Pfosten, der Keeper darf sich fast schon freuen. Das ist eine ganz enge Geschichte, aber der Ball dreht sich noch ins Tor. So, jetzt können wir uns den Treffer noch mal genau anschauen, diesmal aus einer anderen Kameraperspektive. Ganz entspannte Mienen auch am Spielfeldrand, die deutliche Führung. Er weiß, das müsste es in dieser Partie eigentlich sein. Hier steht es 2:0, sieht alles ziemlich gut aus aktuell. Number 11, Wilfried Zaha. Dedic. Thanos Petzos. Wird das eine Torchance? Da können Sie klären. Wichtige Aktion. Auf Außen. Van Aanholt. Milivojevic. MacArthur. Kouyaté. Ruhiger Spielaufbau, das sieht gut aus. Was macht er draus? Ja, könnte was werden. Kommt jetzt die Flanke rein? Na, jetzt müssen sie aufpassen. Jetzt wird's gefährlich. So, immer weiter läuft der Ball. Immer weiter suchen sie die Lücke. Abwehrversuch scheitert, Szene geht weiter. Ganz wichtig, dass sie da zur Stelle sind. Christian Benteke. Sieht gefährlich aus. Da ist die Flanke. Das hätte gefährlich werden können. Fabian Koch. Klasse Pass. Jetzt kann er den Ball reinbringen. Kann klären auf Kosten dieses Einwurfs. Da kommt die Hereingabe. Klasse Aktion, super Kopfball, aber noch besser gehalten. Ah, da müssen sie aufpassen, das war alles andere als ein guter Abschlag. Kann er was draus machen? Gefährlich, macht er gut. Gute Aktion. Ball kommt in die Mitte. Sie bekommen den Einwurf jetzt. Thanos Petzos.
Chance zur Flanke jetzt. Ah, ich glaube, das war natürlich kein guter Pass. Chance zum Konter jetzt. Ja, aus so einer Konterchance müssen sie einfach mehr machen. Da verlieren sie den Ballbesitz. Was macht er draus? Schönes Zuspiel hier. Und da ist das Tor. Das war ein ordentlicher Abschluss, trifft den Ball voll und dann wird es natürlich schwer für den Torhüter. So, jetzt können wir uns den Treffer noch mal genau anschauen, diesmal aus einer anderen Kameraperspektive. Stehen da sehr tief und überlassen dem Gegner so ein bisschen die Initiative. Aktueller Spielstand jetzt also 2:1. Drei Minuten Nachspielzeit sind hier jetzt angezeigt. MacArthur. Zaha. Ja, könnte was werden. Jetzt kann er flanken. Zaha, kein Tor. Das war natürlich eine Riesenparade. Unglaublich, was für ein Reflex. Ecke kommt in den 16er. Sie können nie klären, sind weiter im Bedrängnis. Weite Flanke, nicht ungefährlich. Ja, sie können erstmal klären. Ganz energisch. Hereingabe. Super Zuspiel. Gute Aktion. Die Gefahr erstmal vorbei. Nach Durchgang 1 steht es hier 2:1. Ein knappes Ergebnis, das uns für die zweiten 45 Minuten echte Spannung verspricht. Er hat das bislang sehr, sehr ordentlich gemacht. Er hat sein Tor gemacht. Sie liegen vorn. Bislang kann er wirklich zufrieden sein. Das wird auch der Trainer nicht anders sehen. Und damit gehen wir rein in Durchgang 2. In diesem Gruppenspiel in der UEFA Champions League. Und bisher ist das eine interessante Partie. Fabian Koch. Da können Sie jetzt flanken. Da können Sie erstmal klären. Da kommt die Flanke. Und den Ball hält der Torhüter fest. Na, jetzt müssen Sie aufpassen. Sehr gut aufgepasst. Viel mit Auge. Klasse, wie er das macht. Holt sich den Ball. Jetzt wird's gefährlich. Da gibt der Freistoß. Gute Möglichkeit. Freistoß jetzt. Vielleicht ist das die Chance. Waren Sie sich zu sicher schon? Das Spiel ist wieder ausgeglichen, Buschi. Ich weiß nicht, ob Sie den Gegner wirklich unterschätzt haben. Jetzt müsste es damit jedenfalls vorbei sein. Ja, am Spielfeldrand wird jetzt natürlich überlegt, müssen wir was ändern? Vielleicht eine Umstellung? Spiel lief ja eigentlich gut, aber dieser Ausgleich verändert die Partie. Und sie sind wieder im Spiel nach diesem Ausgleich zum 2:2.
Er überzeugt heute als Passgeber. Wieder so ein klasse Pass. MacArthur. Das könnte gefährlich werden. Ruhiger Spielaufbau, das sieht gut aus. Jetzt vielleicht die Flanke. Benteke. Das ist die verdiente Führung. Die bessere Mannschaft macht das Tor. Ja, da ist die Freude natürlich groß. Der Dank vor allem auch an den Trainer. Also, da schauen wir noch mal ganz genau hin bei diesem Tor. Die Flanke war lang unterwegs, aber auch sehr gut reingebracht. Und da fällt der Abschluss leicht. Klasse gemacht. Ein klassischer Treffer. Herr Kopf, den wir uns hier noch mal anschauen dürfen. Ja, das fängt schon bei der Vorbereitung an und auch der Abschluss ist natürlich absolut gelungen. Er freut sich über das Führungstor. Sie setzen sein taktisches Konzept im Moment richtig gut um. Jetzt bekommt er seinen Abgang. Super Spiel und jetzt hat er Feierabend. Ständig präsent, dem Spiel seinen Stempel aufgedrückt. Tolle Leistung. Der neue Spielstand lautet hier also 3:2. Nummer 17, Christian Benteke. Da kommt der Pass auf außen. Aus dieser Hereingabe wird also erstmal nichts. Da geht die Fahne hoch und das auch noch zurecht. Der Pass kam vielleicht ein Tick zu spät. Ganz eng war es, aber ich denke, es ist richtig entschieden. Halbe Stunde noch, dann ist das Spiel vorbei. Kouyaté. Cenk Tosun. Ich sehe Bewegung auf der Bank. Es gibt gleich den Wechsel. Spielt er den Ball in den Strafraum? Cenk Tosun! Und er ist drin! Und da macht er gleich sein Joker-Tor. Klasse, wie er sofort da ist. Dieses Tor müssen wir uns nochmal anschauen. Ja, da konnte er fast nicht anders, als hier zu treffen. Die Hereingabe perfekt. Wunderbar anzusehen, wirklich. Wunderbarer Kopfballtreffer, Buschi. Aber auch die Flanke müssen wir loben, die war super. Ganz entspannte Mienen auch am Spielfeldrand. Die deutliche Führung. Er weiß, das müsste es in dieser Partie eigentlich sein. Vier zu zwei steht's damit. Hier ist einiges los. Das könnte was werden. Ball kommt in die Mitte. Guter Einsatz. Ball ist erstmal wieder weg. Kouyaté. Ayou. Schöner Spielaufbau jetzt. Luka Milivojevic. Ball kam gut, aber erstmal ist die Gefahr bereinigt. Was macht er draus? Pass kommt. Macht er gut. Der wäre gut gekommen, aber der Spieler blockt den Ball ab. Crystal Palace coming off the pitch. Number 18, James McArthur. Coming onto the pitch. Number 22, James McArthur. Ecke kommt in die Mitte. Da ist er klasse rangekommen. Ja, da war er zur Stelle. Sehr gut hingehechtet. Hat genau den richtigen Zeitpunkt erwischt, um den Ball zu erreichen. So, Ecke kommt. Ah, das war nix. Abwehr ist zur Stelle. Tompkins. Luka Milivojevic. Klasse Aktion, Ball ist weg.
Guter Vorstoß, kann was werden. Den Ball hat er, ganz souverän. Milivojevic. Und jetzt McCarthy. Zaha. Schenkt Tosun. Er bringt den Ball jetzt nach vorne. Er hat Zeit, jetzt eine gute Flanke. Ganz stark auf der Linie, den Kopfball hat er. Eck in den Strafraum. Das war eine gute Chance, aber jetzt Abschluss. Fabian Koch. Zehn Minuten noch auf der Uhr, Schlussphase jetzt. Erstmal geklärt. Gleich wird hier gewechselt. Die Gäste werden einen frischen Mann bringen. Und jetzt McCarthy. So, das ist souverän, absolut. Für uns als Zuschauer vielleicht nicht unbedingt das, was wir uns wünschen, aber bei ihrer enormen Ballsicherheit überrascht es natürlich nicht. Ayu. Gefährlich! Und jetzt ist der Ball geklärt. So, Buschi, es gibt die Auswechslung. Und schauen wir mal, wie sich diese Umstellung auf dem Rasen auswirkt. Ein langer Einwurf, jetzt soll es vielleicht schnell gehen. Tosun! Klasse Pass! Gute Aktion! Guter Vorstoß da jetzt. Da ist die Flanke. Gut aufgepasst, so wird das hier nicht gefährlich. Fahndes Assistenten geht hoch, abseits. Uiuiui, das war hauchdünn. Und zu Recht geht die Fahne da hoch, auch wenn es knapp war. Ballverlust. Cahill. Van Aanholt. So, da wird's angezeigt. Vier Minuten zusätzlich sehen wir noch. Meyer. Cahill. Cahill. Tompkins. Milivojevic. Ayu. Jetzt ist die Kugel weg. Jetzt dürfen Sie sich freuen. Dieser Sieg in der UEFA Champions League Vorrunde ist unter Dach und Fach. Das war gut, was er heute angeboten hat. Exzellente Leistung heute von ihm bei diesem Sieg. Und das Tor war natürlich die Belohnung für seinen Klasseauftritt.